Bauchi auf Sendung, der Podcast. So, Mahlzeit zu der vierten Ausgabe meines Podcasts, Bauchi auf Sendung, der Podcast. Obwohl ich im YouTube gestern geschrieben habe, dass ich diese Woche auf den Podcast verzichte, weil meine Mikros immer noch nicht da sind und das, was ich eigentlich machen wollte, somit noch nicht möglich ist. Ich möchte halt eigentlich mehr bieten als Monologe in einem Podcast, aber ich habe eben noch was anderes gefunden. Und zwar habe ich einen Text gefunden, den ich vor einem Jahr oder so geschrieben habe, der im Prinzip eigentlich auch ein Skript für ein Video sein sollte, das ich aber offensichtlich irgendwie nicht gemacht habe. Und mich eben gewundert habe, dass ich dieses Video nicht auf YouTube gefunden habe, weil ich im Facebook einen Kommentar gelesen habe oder einen Post, zu dem das hier eigentlich ganz gut gepasst hätte. Da ging es nämlich auch um Neo und Agent Smith in der Matrix. Und dann habe ich aber halt diesen Text noch gefunden und habe mir gedacht, Mensch, dann mach halt da doch einfach mal einen Podcast drüber. Eingangs möchte ich diesen Text einfach mal vorlesen und soweit es passiert, Gedanken noch dazwischen werfen. Zusätzliche. Ja, wir haben hier gerade 12.34 Uhr, sehe ich gerade. Das ist immer sehr schön. Das ist meine Lieblingszeit am Tag. 1, 2, 3, 4. So. Also, es geht um Neo und Agent Smith aus der Matrix-Reihe. Wer die nicht kennt, schau sie sich bitte an. Das ist definitiv eine Wissenslücke, die man auffüllen sollte. Wenn jetzt jeder, der zuschaut, die Matrix und Neo und Agent Smith kennt, der wird diese beiden Charaktere ebenfalls kennen. Neo, alias Thomas Anderson, und seinen Gegenspieler Agent Smith, alias alle anderen. Ich möchte hier eine Erkenntnis schildern, die sich mir vor allem durch einen Satz, den Smith am Ende des vierten Teils zu Neo sagt, erschlossen hat. Das ist eigentlich die letzte Szene überhaupt in allem von Teil 4, aber auch von der ganzen Quadrilogie. Er sagt dann nämlich zu dem Neo, ich habe es nicht mehr so ganz in exakten Worten auf Schirm gehabt, der einzige Unterschied zwischen uns war von jeher, dass alle sie hätten sein können. Und im Gegenzug war ich alle. Nochmal, jeder hätte Neo sein können. Jeder hätte Neo sein können. Weil es bei Neo auf die innere Einstellung an. Neo war nichts Besonderes. Neo hatte nur eine besondere innere Einstellung. Der war einfach sehr ungern ein Gefangener. Und Agent Smith hatte Zugriff auf all die, die genau diese innere Fähigkeit nicht entwickelt haben oder trainiert oder ausgekehrt oder sich darum gekümmert haben, sondern weil es nun mal einfach bequemer war, einfach das Matrix-Leben gelebt haben. Was im Film wie eine Analogie aussieht, ist tatsächlich etwas, das wir in unser alltägliches Leben einbauen können. Was genau sagt Agent Smith denn da eigentlich? Jeder hätte Neo sein können, der mit
der entsprechend trainierten Willenskraft den Agenten die Hand entgegenstrecken, Nein sagen und ihnen damit die Kontrolle über sie selbst nehmen können. Theoretisch. Wenn sie gewusst hätten, wie und dass es überhaupt einen Agenten Smith gibt, der in ihnen steckt, dem man die Schranken weisen kann. Nochmal den wesentlichen Part. Jeder hätte Neo sein können, der mit der entsprechend trainierten Willenskraft den Agenten die Hand entgegenstrecken, Nein sagen und ihnen damit die Kontrolle über sie nehmen können. Ja, das ist tatsächlich was, was jeder von uns tatsächlich auch könnte, aber darauf komme ich noch. Und Agent Smith, der nichts weiter ist als ein Programm, nennen wir gern sogar eine KI, meinetwegen, weil er offensichtlich tatsächlich sogar in der Lage ist, selbst zu denken. Besser als die meisten anderen in dem Film. Agent Smith, der nichts weiter ist als ein Programm, hatte die Kontrolle über jeden, der genau das nicht getan hat. Und zwar sobald es systemrelevant war. Verhaltensweisen, vor allem erwartete und gesellschaftlich vorgeschriebene, sind oftmals Agenten des Systems, in das wir geboren wurden. Nennen wir es mal scherzhaft die Demokratie. Darf ich hier einschätzen? Es ist ja hier gerade eine Brainstormerei, ne? Und genau das Thema hatten wir gestern Abend auch schon mal so von wegen Demokratie. Weil ich hatte im Facebook gepostet, lass es mich hier kurz, bevor ich es falsch vorlese oder wiedergebe, einfach kurz mal. Ich habe nämlich geschrieben, das Demokratiefeindlichste, das es überhaupt gibt, weil ja im Moment sogar vor allen Dingen von denen, die an der Macht sind, die ganze Zeit irgendwas von demokratiefeindlich, irgendwas sei demokratiefeindlich. Aber das Demokratiefeindlichste ist die Macht, ist die Angst der Regierenden, ihre Macht zu verlieren. Das ist tatsächlich sehr, sehr, weil wenn die nämlich Angst haben, ihre Macht zu verlieren und dann anfangen, ihre Macht zu missbrauchen, um die Leute in eine Richtung zu manipulieren, in der sie dann auf einmal alles andere, was nicht gerade zu den regierenden Truppen gehört, als rechtsradikal oder auf jeden Fall als definitiv gesellschaftlich nicht tragbar zu definieren, dann ist das sehr demokratiefeindlich. Dann ist das tatsächlich genau das, was wir normalerweise in einer Diktatur erwarten würden. Nämlich, dass man halt eben nach bestimmten Ideologien leben muss. So, und da hatte die Steffi nämlich noch drunter geschrieben, es gibt keine Demokratie. Dann habe ich geschrieben, mir, was bist du denn, eine Demokratieleugnerin oder was? Ich sage, natürlich gibt es eine Demokratie, wenn ich die, sonst kann ich die noch nicht scheiße finden. Aber ich glaube, wir haben verstanden, worum es uns beiden geht, nämlich, dass einfach Demokratie definitiv nicht die Lösung ist, die wir uns wünschen. Das ist, ne, und dann sind wir halt gerne meinetwegen Demokratiefeinde, damit sind wir aber alles andere als rechtsradikal. Wir sind einfach freiheitsliebende Menschen. Und das ist der Bogen, der uns wieder zurück zu unserem Text bringt. Sobald jemand im Begriff ist, etwas gesellschaftlich nicht Anerkanntes, Verpöntes oder gar Verbotenes zu tun, wird ein Beobachter, der ungern ein Ausgestoßener sein will, automatisch versuchen, ihn davon abzuhalten. Und es geht jetzt nicht nur wirklich um Mord oder sowas, ne? Da springt jeder klar denkende Mensch irgendwie ein und hilft. Und wenn er das irgendwie kann. Aber hier geht es tatsächlich um irgendwie so Sachen wie die AfD zu wählen oder keine Masken tragen zu wollen an bestimmten Anlässen oder solche Sachen. Ne? Also Sachen, die ne? oder zu behaupten, es gäbe nur zwei Geschlechter. Ja.
wenn jetzt jemand, der sowas hört, aber halt zu der Gesellschaft dazugehören will, dann prangert er denjenigen an, der behauptet, es gäbe nur zwei Geschlechter oder der einfach hetero ist oder sonst irgendwas. Nicht ins System passend. Und da wird dann direkt wieder sofort versucht, ihn davon abzuhalten. Oder man verpetzt ihn, wenn man es nicht verhindern kann. Sorgt eben wie ein Agent dafür, dass alles nach Recht und Ordnung läuft, sprich nach der Programmierung, und nicht so wie das Leben selbst, das wir sind, sich gern entwickeln würde. Und das nicht, weil er selbst ein Agent wäre, vor allem nicht bewusst, sondern weil er von einem solchen besessen und kontrolliert ist, einem Programm, einer Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist auch nichts anderes als ein Programm. Über das er noch nie nachgedacht hat, weil er nie wusste, dass es in ihm abläuft. Nur ein Agent. Oder drei, oder acht, oder hunderte. Dieses Video soll dabei helfen, oder dieser Text, dieser Podcast, wie auch immer, das praktisch, also alltagstauglich zu ändern. Du weißt jetzt, darum, was die Agenten im Film wirklich symbolisieren, nämlich diese Programmierungen in uns. Und der Film zeigt uns, was wir tun können. Aber wenn das eine Analogie auf unser Leben sein soll, was bedeutet sie dann? Also wie macht es Sinn, sie zu deuten? Halt so, dass man auch was damit anfangen kann. Überlege einmal selbst, wie oft du in deinem Alltag nicht du selbst bist. Wie oft du dich anders verhältst, als du es am liebsten gerade tun würdest. Wie oft du etwas tust, weil man das halt so tut. Selbst wenn du gar nicht weißt, selbst wenn du weißt, dass es nicht sehr klug oder ehrlich oder ethisch vertretbar ist, es zu tun. Zum Beispiel Steuern an einen deutschen Staat zu bezahlen, der dann dafür Waffen kauft, mit denen Menschen getötet werden. Wie oft du dich gesellschaftlich, politisch, ethisch oder moralisch korrekt verhältst, ob du dahinter stehen kannst oder nicht, spielt dabei keine große Rolle. Und wer bist du dann, wenn du nicht du selbst bist? Wesentlich ist der Umstand, dass all dies gesteuerte, in Klammern bescheuerte, Verhalten, dass wir auf diese Weise täglich an den Tag legen, ein antrainiertes Verhalten ist. Eine Gewohnheit oder besser, eine Sammlung von Gewohnheiten, die man selten oder überhaupt nicht hinterfragt. Etwas, das in unserem Unterbewusstsein agiert, meist ohne, dass wir es überhaupt mitbekommen. Man könnte sagen, eine Programmierung, ein Programm. Agent Smith, der da in uns agiert und die Kontrolle hat und uns Dinge tun, wo etwas in uns mitunter sogar beobachtet und sagt, hör mal, bist du eigentlich total bescheuert? Was machst du hier? Wenn du sehen kannst, was ich meine, dann kannst du dir jetzt jede dieser Angewohnheiten, die dir ab jetzt auffällt, als Agent Smith vorstellen. Personifizier es einfach, dann kannst du besser damit umgehen. Das ist mit allem so. Wie er grinsend und manipulativ in deinem Kopf steckt und will, dass du tust, was er dir sagt. Und schrecklicherweise scheint er auch noch gewohnt zu sein, dass du das bisher immer so ganz gut getan hast, ohne es überhaupt zu hinterfragen. Und dich selbst kannst du dir als Neo vorstellen,
der mit ein wenig Training immer besser darin wird, aber auf jeden Fall die Fähigkeit in sich trägt, die Hände zu heben, die Mittelfinger dabei zu nutzen, ist nicht nur legal, sondern auch sehr effektiv und hilfreich und laut und deutlich Nein zu sagen. Es selbst aus tiefster Brust zu empfinden, das Geforderte nicht durch sein bzw. dein Zutun real werden zu lassen. Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn wir nämlich tun, was diese Agentenprogramme uns tun lassen, dann wird genau das zu unserer Realität. Durch unsere eigene Gedankenkraft und die Kraft unserer Hände. Wie alles auch. Das Gute ist, wie im Film spielt sich das Wesentliche in unseren Köpfen ab. Alles, was man tun muss, um diese simple Technik anzuwenden, findet im Kopf statt. Also wir müssen, es ist scheißegal, wo wir gerade sind, wer wir sind, wie unsere äußeren Umstände sind. Es ist egal, ob wir im Klo sitzen, am Strand, in irgendeinem Verkehrschaos oder sonst irgendwas. Es ist nur in unserem Kopf und wir brauchen nur unseren Kopf. Das ist aber auch genau der Punkt, damit wir das möglichst wenig tun, ist der auch maximal abgelenkt. Ist egal, können wir hier ändern. Das allein wird zur Folge haben, dass etwas anderes passiert als das, was Agent Smith, sprich das System, von uns will. Weil wir ihm nicht mehr gehorchen. Logischerweise passiert dann was anderes. Es ist ja nicht so, als würden wir nichts tun. Nochmal, ungehorsam ist nicht nichts tun und ist auch nicht das Gegenteil dessen zu tun, was man gesagt bekommt, sondern das zu tun, was man selbst für richtig empfindet. Das ist ungehorsam. Weil wir ihm nicht mehr gehorchen. So wie dann auch niemand anderem mehr, von dem wir nicht zu 100% wissen, dass er es wirklich gut mit uns meint. Gibt auch. Und dann laufe ich den Leuten auch gerne hinterher, weil ich merke, hey, die haben gerade eine gute Intuition, laufen wir hinterher. Ich habe aber auch jederzeit die Möglichkeit, davon wieder abzusehen und woanders lang zu laufen. Ich bin nicht gezwungen, sondern ich mache das aus eigenen freien Stücken. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also, wie zum Henker macht man das? Wie genau wendet man das an? Deine wahre Führung kommt wie bei Neo aus dir selbst heraus. Achte auf dein Bauchgefühl. Es wird dich genauso leiten wie einen Neo, der aus einem Bauchgefühl heraus Trinity rettet, nachdem er seinem Bauchgefühl folgend schon dem weißen Kaninchen in die Disco gefolgt ist, in der er sie kennenlernt und ihr intuitiv, also aus dem Bauch heraus, die richtigen Fragen stellt. Auch hier zeigt der Film, wie gut ein Film das kann, wie es geht. Also es ist gut, ein Film das kann, wie es geht. Neo gibt von Anfang an nicht viel darum, was von ihm erwartet wird. Er ist bereit, genau das nicht zu tun, den Gehorsam zu durchbrechen und so am Ende in der Lage zu sein, die Welt zu verändern. Das ist natürlich auch immer alles sehr relativ, ne? Weil er kann das immer so für seinen Teil. Aber letztendlich kann man, wenn man sehr eindrucksstarke Dinge tut, die bei den Leuten einen Eindruck hinterlassen, tatsächlich sogar die Welt verändern. Ne, so wie das jemand gemacht hat, der ein Smartphone erfunden hat oder ein Auto oder ein Flugzeug oder Spaghetti Bolognese. Also er gibt einfach nicht viel darum, was von ihm erwartet wird und kann so den Gehorsam zu durchbrechen. Das ist sehr wichtig. Solange mir wichtig ist, was andere um mich herum von mir denken, ist das sehr schwierig, aus dem Gehorsam auszubrechen. Der erste Schritt für mich ist eigentlich gewesen, darauf zu scheißen zu lernen, was andere von mir denken, damit ich frei überhaupt erstmal bin, das zu tun, was ich tun, was mein Bauch mir zu tun gebietet. Ja? Und mein Bauch ist mein Gebieter. Nochmal an der Stelle, weil es einfach gut passt, die Erinnerung daran, das Bauchgefühl, das hat nicht immer nur meine Interessen im Blick, sondern offensichtlich auch alle anderen. Kann ich nach 20 Jahren meinem Bauchgefühl hinterherrennen, trainieren, wirklich aus eigener Erfahrung sagen,
Das Bauchgefühl hat mich noch nie irgendetwas Unbedachtes tun lassen, wodurch dann tatsächlich jemand hätte leiden müssen. Eher war es immer so, dass ich irgendwas getan habe und festgestellt habe, ach scheiße, das hätte viel eher machen können, hätten die, die jetzt alle was davon haben, schon viel früher was davon gehabt. Na, so kann man eben doch ein klein wenig die Welt verändern. Aber halt eben auch nur bis zum bestimmten Maß. So, aber genau das macht ihn so einzigartig in seiner Welt, weil es davon halt nicht viele gibt. Obwohl genau das Agent Smith meint, als er sagt, jeder hätte sie sein können. Also er war einzigartig, weil er der Einzige war, der es gemacht hat. Aber jeder hätte das machen und haben können, was Neo hatte. Ne? Deswegen ist es nutzlos, auf einen wie ihn oder irgendeinen anderen Retter zu warten. Das ist jetzt nochmal ein klein bisschen anderes Thema, das ist der Messianismus wieder mit reingespielt, aber der hat halt eben auch direkt damit zu tun, weil, ne, woraus müssen wir gehorchen? Aus dem Gehorsam müssen wir gerettet werden und da kann uns niemand draus retten, das können wir nur selber. Wir können nur selber dir den Entschluss fassen, jetzt nicht. Nochmal, da kann selbst Jesus kommen und uns retten, wenn wir nicht aufhören, dem hinterher zu laufen, hat er keine Chance, kann er machen, was er kann, auf den Kopf stellen, der Herr Jesus, und das bringt überhaupt nichts. Da kann er dann, am Ende wieder nur im Kopf schütteln und sagt, meine Güte, seid ihr denn so doof? Oder sowas in der Art. Ne, was der Herr Jesus dann da so sagen würde. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Ich bin ja nur sein Bruder. Ne? Deswegen ist es nutzlos, auf einen wie ihn oder irgendeinen anderen Retter zu warten. Wir müssen selbst zu denen werden, die unseren Karren aus dem Dreck ziehen. Sonst werden Agenten und andere auferlegten Gewohnheiten immer die Möglichkeit haben, uns zu manipulieren, kontrollieren und durch uns ihren Mist zu verbreiten. Wie Kriege und so. Ne? Da gehen die ja nicht selber hin. Das machen die Gehorsame für die Kriege austragen. Ne? Und würden die das nicht machen, würden die nicht stattfinden, weil die gehen bestimmt nicht dahin, gehen sich die Körper einschießen. Das sind die zu schlau. Da muss man schon, also das hat noch nicht mal was mit Doofheit zu tun. Aber wenn man von einem Agenten besessen ist, der am Ende sitzt, steht man da und schießt. Also, ne, total krass. Ja. So. Es ist unser Leben und unser Selbstwert sollte uns gebieten, es nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu leben. Wir selbst müssen zum Neo werden. Und dazu muss man das ja einfach nur in sich beschließen. Ich bin ab heute einer, der von seiner Fähigkeit Gebrauch macht, bei Dingen, die für mich nicht passen, die sich für mich nicht stimmig anfühlen, die ich nicht will und erst recht nicht machen will, Nein zu sagen. Nein. Danke fürs Angebot. Nein. Die Frage ist, ab wann macht man das? Wir müssen selbst zum Neo werden. Und wir können, wir müssen das nur wollen. Free your mind. Free your mind. Wie macht man free your mind? Indem man halt eben nicht, indem man seinen Kopf damit beschäftigt, sein Bauchgefühl zu beobachten. Nur zu beobachten, nicht zu urteilen. Dann ist der Geist frei. Dann kann der lernen, dann kann der aufnehmen, dann kann der über sich selbst hinaus wachsen. Und damit auch über unsere bisherigen Denkensgrenzen. Denkensgrenzen. Also, ne, ihr wisst schon, so der abgesteckte Raum, den unser Framing so hergibt. Knock, knock, Neo. Zeit aufzuwachen. Ja. So. Jetzt sind wir mal gerade bei 23 Minuten, sehe ich hier gerade. Aber ist ja immer so. Ne? Ist ja immer so ein Ding. Ich hoffe, ihr konntet euch aus dem Text was mitnehmen. Machen das halt einfach nicht so lange heute. Aber es war mir auf jeden Fall ein Anliegen, den Text nochmal zu verbreiten, weil ich glaube, dass er
vielen Leuten helfen kann. Mir hat er geholfen, also mir hat das Ganze vorher schon sehr viel, sonst hätte ich das ja nicht zusammengefasst. Ich habe es zusammengefasst, weil es mir geholfen hat. Und wenn du was damit anfangen kannst, dann kannst du es ja gerne einfach weiter verbreiten, gucken, was andere davon halten, wie die dazu stehen, was sie denken. Also oftmals kann man halt eben auch durch das Teilen eines Videos und jemand anderen, der es gesehen hat, dann halt eben auch überhaupt erstmal für ein Gesprächsraum sorgen, in dem tatsächlich dann auch über sowas dann auch nachgedacht werden kann. Ich freue mich über jeden, der das Video teilt. Es ist also, im Moment ist es ein bisschen schwierig, gegen den Algorithmus anzukommen. Da haben wir irgendwie, egal. Ne? Lassen wir uns nicht von aufhalten und machen das trotzdem weiter hier. Und ich wünsche euch einfach noch einen schönen Sonntagnachmittag, wenn ihr es jetzt am Sonntagnachmittag seht. Ansonsten eine schöne Zeit, die ihr auch wo immer ihr gerade habt. Und lasst es euch gut gehen. Und bis nächstes Mal. Adios. Vaya con Dios. Friede sei mit euch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Seid nett zueinander. Hier, wisst ihr Bescheid.